Namaste. Namaste, friends, welcome. Namaste, Freunde, und willkommen. Willkommen zu Tag 20 unserer Mantra-Meditationsreise. Wir sind fast am Ende unserer gemeinsamen Reise angelangt, und sie wäre nicht vollständig ohne ein Mantra, das sich auf den tantrischen Aspekt des Lebens konzentriert. Omkama Putitaye Namaha bedeutet, gegrüßt sei die göttliche körperliche Liebe als eine Form der Verehrung. Und dies ist einfach eine weitere Möglichkeit, jeden Aspekt unseres Lebens in unsere Verehrung des Göttlichen einzuschließen. Denn es gibt nichts in unserem Leben, das ausgeschlossen oder verleugnet werden muss. Alles ist eingeschlossen und alles ist göttlich. Ja, alles ist göttlich, und vergiss nicht, dass wir 7 Chakras haben, die alle eine jeweilige spirituelle Kraft für uns enthalten, die wir mit Freude annehmen können. Lass uns also über göttliche körperliche Liebe nachdenken. Selbst wenn du gerade keine Liebesbeziehung mit jemandem hast, kannst du dennoch jeden Akt als einen göttlichen und heiligen Ausdruck der Liebe betrachten. Die körperliche Liebe ist Teil des Schöpfungsaktes. Du weißt ja, dass man beim Liebesakt gemeinsam Energie erzeugt. Energie, die möglicherweise neues Leben erschafft. Eigentlich ist alles, was wir tun, ein Schöpfungsakt. Alles, was wir tun, ist ein Liebesakt mit der kreativen Energie des Universums. Es gibt eine Menge Missverständnisse um das Wort Tantra. Tantra gehört zu einer uralten Technik, die im Grunde genommen aus Techniken zur Erweiterung unseres Bewusstseins besteht. Mantras und Meditation sind solche Techniken. Und eigentlich kann alles, was wir im Leben tun, ein Mittel zur Erweiterung unseres Bewusstseins sein. Jede Handlung, die wir im täglichen Leben machen, kann unter Umständen ein heiliger Dienst, eine göttliche Ausdrucksweise sein. Und in diesem Sinne möchten wir nun Om Kama Puditaye Namaha chanten. Also Om Kama, Kama wie in Kama Sutra, Puditaye Namaha. Puja ist die Verehrung, Ye ist die Kraft, die Shakti, und Namaha ist, wie gesagt, ein respektvoller Gruß. Om Kama Puditaye Namaha. Wir laden dich ein, die Augen zu schließen und dich auf diesen Raum der Sinnlichkeit einzustimmen. Surrender. Dich hinzugeben. Letting go. Und loszulassen. The basic understanding. Das grundlegende Verständnis bei Tantra ist, die Einheit aller Dinge anzunehmen, dass alles eingeschlossen ist. Deshalb ist die Sexualität so wichtig in diesem Mantra. Es ist wichtig, dass wir unsere Sexualität einbeziehen, sie vollständig annehmen, wenn wir dieses Mantra chanten. Sie ist unsere grundlegende Lebenskraft. Und ohne diese Lebenskraft wären wir nicht in der Lage, etwas Gutes oder Güte in die Welt zu bringen, der Welt Dienst zu leisten oder Liebe zu bringen. Ja, anstatt die sexuelle Energie unseres grundlegenden ersten Chakras zu verleugnen, geht es darum, sie zu feiern, sie anzunehmen und zu läutern. Und das ist im Grunde genommen die Bedeutung von Tantra. Wir laden dich also ein, diese Reise von Om Kama Putitaye Namaha zusammen mit einem Mantra aus englischen Worten zu genießen, die übersetzt tiefer in das Herz der Liebe bedeuten. Wenn man sich verliebt, heißt es im Englischen to fall in love, wörtlich übersetzt in die Liebe fallen. Aber das tantrische Verständnis ist, dass genau das Gegenteil geschieht. Wir steigen durch die Liebe empor. Unsere Energie steigt durch die Chakras, und das ist ein wichtiger Aspekt unseres tantrischen Ausdrucks, dass wir durch die Liebe emporsteigen. Lass uns mit der Musik in einer Weise fließen, die unsere Sinnlichkeit ausdrückt. Und die unsere Ganzheit feiert. Wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit, um uns auf das Mantra Om Kama Puditaye Namaha vorzubereiten.
the heart of love. Thank you.
And take a deep breath. Atme tief ein. Wir fühlen alle unsere Chakras, fühlen, dass alle unsere Energiezentren in unserer Ganzheit eingeschlossen sind, in dem Licht eingeschlossen sind, das wir sind. Und diese Mantras sind unvollständig, wenn wir unsere Erfahrung und unsere Liebe, die wir durch das Chanten erfahren, nicht mit der Welt teilen. Lass uns also völlig achtsam und bewusst sein und die Energie dieser heiligen Mantras mit jedem teilen, der uns begegnet. Namaste. Genieße deine Zeit und wir wünschen dir einen Segen. Namaste.